Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da ich durch D-Abos wieder genau 300 Abonnenten erreicht habe, wird es diesmal Zeit für ein 300 Abonnenten-Special. Und zwar habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar werde ich das erste Mal in meinem Leben einen Dosenöffner verwenden, um eine Dose zu öffnen. Aber nicht nur irgendeine Dose, sondern eine Surströmming-Dose. Mal schauen, ob ich die auch wirklich aufkriege. Ich glaube, ich werde kläglich scheitern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe mir vorher keine Gebrauchsanleitung durchgelesen, wie man einen Dosenöffner verwendet. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also ich glaube, das spitze Teil muss ich irgendwo reinrammen. Oder ist es dieses hier, was ich reinrammen muss? Ach, ich versuche es erstmal mit denen hier. Oh. Ich habe zu wenig Kraft dafür. Oh. Da kommt man ja schon echt ins Schwitzen. Oh. Ich glaube nicht, dass ich die aufkriege. Ich bin einfach zu blöd dafür. Oh, langsam tut sich was. So, also eine richtig gute Kerbe habe ich gerade reingehauen. So, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Genau hier ist sie. Aber ein Loch ist da noch nicht drin. Zumindest rieche ich noch nichts. Mal schauen, wie lange ich für das Öffnen dieser Dose brauche.
Oh, es zischt schon. Oh Gott, riecht das ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt zischen hört. Ich glaube, ich mache mal schnell lieber ein Fenster auf. Oh, Handy umgefallen. So. Ja, dürfte jetzt wieder gut liegen. Oh, die Flüssigkeit kommt da schon langsam raus. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist da schon mal eine Flüssigkeit zu sehen. Ich glaube, ich sorge mal lieber für Durchzug, sonst gibt es noch Ärger mit den Nachbarn. So, es riecht schon mal richtig bestialisch. Deswegen musste ich erstmal alle Fenster aufmachen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann riecht es eigentlich nicht mehr so schlimm. Aber ich muss ja Rücksicht auf Nachbarn nehmen. In Mietshäusern ist es übrigens verboten, so eine Surströmmingdose aufzumachen wegen dem Geruch. Und ich mach's trotzdem. Also wenn ich aus der Wohnung rausgekündigt werde, dann wisst ihr schon wieso. So, ein Loch habe ich jetzt reinbekommen. Jetzt frage ich mich, wie ich die ganze Dose aufkriege. Ich habe nämlich gar keinen Plan davon. Einfach versuchen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die Dose überhaupt aufkriege.
Wow, die Flüssigkeit kommt schon raus. Vielleicht tropfe ich die mal lieber ab. Gut, dass ich eine Schüssel hier liegen habe. So, ein Loch habe ich ja schon mal, aber ich weiß nicht, wie ich die ganze Dose ringsherum aufkriege. Aber auf jeden Fall kommt schon mal ein bisschen mehr Surströmmingwasser raus. Oh, ich glaube, die Schüssel wird langsam zu knapp dafür. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so viel Surströmmingswasser drin ist. Und er spritzt schon überall hin. So, das dürfte erstmal reichen. Oh. Das Surströmmingswasser packe ich mal schnell irgendwo anders hin, bevor es noch verschüttet. Rauf auf die Fensterbank, würde ich sagen. Nichts verschütten. Perfekt.
So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon an der Dose herumfuchtel. Wow. So, ich glaube, ich versuche es jetzt mal mit dem Messer weiter. Mal schauen, ob ich jetzt irgendwo ein Messer finde, was ich verwenden könnte. Nö, nö. Ja, das sollte eigentlich noch verwendbar sein. So, ich versuche es jetzt mit diesem Messer weiter. So, erstmal ein bisschen sauber machen. Oh, das geht schon mal ein bisschen besser. Boah, eins ist sicher, das Video wird definitiv Überlänge haben. So, mal schauen, wie lange ich jetzt schon dran sitze. 19 Minuten. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen beeilen, sonst ist die Videokapazität gleich zu Ende. Ich glaube, da das ja noch eine Menge Zeit noch in Anspruch nehmen wird, weil ich einfach zu blöd bin, eine Dose zu öffnen, beende ich das Video mal an der Stelle. Das war jetzt schon mal Teil 1. Ich werde jetzt das Video mal abspeichern und dann mich wieder daran begeben. Also Teil 2 kommt auch noch.